Werden ISIS-Terroristen jetzt auch bei uns in Europa Menschen enthaupten und davon Videos ins Internet stellen? In den vergangenen Tagen wurden in Belgien einige ISIS-Dschihadisten festgenommen. Sie hatten einen Anschlag auf das Europaparlament geplant. Was diese ISIS-Leute machen, das finde ich abscheulich. ISIS-Terroristen heften sich Begriffe wie Allah und Mohammed auf ihre Fahnen. Bei ihren Gräueltaten berufen sie sich auf den Koran. Manche sagen, diese Extremisten zeigen, wohin der Islam in letzter Konsequenz führt. Ich denke da andererseits an bedeutende Vertreter des Islam, die sich entschieden distanzieren von der ISIS und von ihren Gräueltaten. Und mir fallen auch die Menschen ein, die immer wieder sagen, der Islam ist eine friedliche Religion. Ich kenne auch viele freundliche Muslime. Leider haben auch Christen im Namen ihres Glaubens immer wieder Schreckliches getan, Gewalt gegen andere ausgeübt. Die großen christlichen Kirchen, vor allem auch die römisch-katholische Kirche, verurteilt diese Taten als schwere Sünden. Ich denke, Gewalt ist manchmal nötig als letzter Ausweg, zum Beispiel um Terroristen aufzuhalten. Gleichzeitig ist mir klar, wir müssen heute heraus aus der Spirale der Gewalt. Und ich denke mir, hier kann uns vor allem Jesus helfen. Denn wie kein anderer zeigt er uns, was Gott von uns Menschen will. Das beeindruckt mich so an Jesus. Er spricht nicht nur von der Liebe zu den Feinden, er lebt sie bis ins Extrem. Und bevor er nur einmal eine Waffe in die Hand nimmt, lässt er sich zuerst noch ans Kreuz schlagen.